Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BI or Die New Banking. Heute zu Gast Andreas Wiener zum Thema Transformation Challenge, einem neuen Produkt, was wir haben. Vorab aber gibt es noch ein paar spannende Neuigkeiten aus dem BI or Die Umfeld, die wir in den nächsten Wochen und Monaten dann hier entsprechend eben auch voranbringen werden. Das eine ist, Andreas, wir werden die BI or Die Data Night starten. Was erwartet uns denn da? Oder was erwartet die Zuhörer? Das war ja eine ganz fixe Idee auf dem Team-Event, dass wir festgestellt haben, Mensch, wir brauchen auch noch eine Abendveranstaltung. Ne? So ist der Stein da ja ins Rollen gekommen. Ja, und jetzt machen wir auch noch jeden Mittwochabend um 20 Uhr die Data Night. Zielgruppe, bisschen anders als sonst, sondern es ist eigentlich nur für Strategie, Führungskräfte. Es ist halt High-Level-Talk, Helikopter-mäßig unterwegs. Und da werden so ein paar Tipps und Tricks gegeben, wie man BI-Projekte, Data-Projekte ganzheitlich aufzieht. Und wir haben ja gesagt, wechselnde Moderatoren. Ne? Du bist ja auch einer. Ich bin auch einer von denen, genau. Und deswegen auch ganz wichtig, wenn ihr da zuschauen wollt, bitte über den Reporting-Impulse-Firmen-Account einmal folgen, damit wir euch dann eben regelmäßig über die neuen Termine und die Inhalte auch informieren, denn wir werden über den Firmen-Account streamen. Genau. Damit nicht genug. Noch spannenderer Content aus meiner Sicht. In dem SAP-Month, den wir demnächst hier anschieben werden. Andreas, erzähl dazu doch kurz was. Was haben wir vor? Ja, warum einen Monat lang SAP in den BI or Die-Formaten? Ja, ich war ja ganz emotional. Ne? Also, als mir jetzt mal klar wurde, dass wir als kleine Klitsche hier mit 8 Leuten, ne, die wir nun mal sind, mit so einem Tech-Riesen zusammen einen ganzen Monat High-Quality-Premium-Content erstellen, sowohl in den Livestreams als auch davon abseits und auch im Podcast, wo wir halt sagen, Mensch, was kann denn die SAC am Ende des Tages? Wie gut ist sie denn? Und boah, das Line-Up lässt sich, finde ich, sehen immer freitags 13.30 Uhr. Ne? Also es wird schon eine geile Veranstaltung. Alles nachher auch bei YouTube und so zum Download. Und das Allergeilste ist halt, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, ist, wir und die SAP sponsoren halt die Reporting Impulse Academy, 15 Stunden SAC-Content, erklärt Visualisierung, Dashboarding, Visual Analytics, alles drin for free. Das ist erstmalig in der Geschichte von Reporting Impulse. Also nur um es mal kurz zu sagen, die Reporting Impulse Academy hätte ich sonst kostenpflichtig buchen können. Für nicht, genau. Also wirklich Premium-Content. Jetzt kostenlos für alle, die sich hier entsprechend registrieren, für alle, die sich da eben entsprechend über dieses Angebot reinkommen, unbedingt machen. Tatsächlich habe ich die selber einmal durchlaufen am Anfang der Zeit hier bei Reporting Impulse und habe mir da auch noch mal ganz viel zusammengeklickt. Also da unbedingt reinschauen, unbedingt nutzen. Gut. Ja, also ich glaube, ich würde sagen, einmaliges Angebot. Ne? Also es ist ja auch in verschiedenen anderen Firmen etabliert dort, wo man das ja als Schulungsangebot auch sich reinziehen kann, etc., gibt es ja auch mittlerweile schon 3 Jahre. Also Schnapper, absoluter Schnapper. Wunderbar. Gut, Andreas, heute zum Thema Change, Transformation und was wir beide, glaube ich, erlebt haben in Banken, aber eben auch anderswo in der Vergangenheit ist, dass Transformation und dass BI-Projekte immer auch damit zu tun haben, wie ich Mitarbeiter mitnehme, wie ich eben Schulungen vorantreibe, wie ich eben den Wissensaufbau betreibe. Und dafür hast du dir was Neues überlegt, die sogenannte Transformation Challenge. Hol uns doch mal kurz ab und erklär doch mal kurz, was du da vorhast oder was da die Idee ist. Ja, also ich glaube, ich fange mal am besten mit dem Vergleich an. Also was halt immer wieder gemacht wird, wenn es um Transformation gerade im Datenbereich geht, es wird immer Folgendes gemacht. Man meldet sich in einem Fitnessstudio an, hatte ein Riesenvorhaben. Dann kommt ein Trainer und der erklärt einem das dann mal einen Tag. Mhm. Aber die Arbeit beginnt halt erst durch die Kontinuität. Das heißt, es reicht ja nicht, wenn ich einmal ins Fitnessstudio gehe, ne, mich da einmal einweisen lasse und theoretisch weiß, wie es geht. Ich muss dann ja selber ran an die Geräte, so wie weh es dann halt auch tut, weil sonst stellen sich keine Erfolge ein. Was ich immer wieder beobachtet habe, auch von anderen Leuten, die diese Projekte gemacht haben, immer ein Big Bang, immer eine große Sache und keine Kontinuität. Das heißt, das Erste, was mir aufgefallen ist, Change braucht Kontinuität und nicht so ein One-Shot, wo das so einmal gemacht wird und dann angeblich wissen alle hochmotiviert und dann bleibt es liegen am Ende des Tages, weil das operative Tagesgeschäft dazwischen kommt. Kenne ich aus eigenem Erleben und aus eigener Erfahrung. Was glaubst du, wie stark sich Plattformen verändern werden, weg von diesen Big Bang-Ansätzen hin zu, ich habe einen kontinuierlichen Change?
Ja, also ich glaube, es wird gar nicht passieren. Ich glaube, es wird nur passieren, wenn du mit uns zusammenarbeitest, weil ich immer wieder feststelle, dass egal, wo irgendetwas aufgesetzt wird, es ist immer nicht auf Kontinuität abzielt, sondern es halt immer wieder auf diesen Big Bang abzielt, ne? Beispiel: Du führst jetzt ein neues Tool ein und dann wird gesagt, ey, alle Mitarbeiter 2 Tage in die Schulung. Und dann gibt es einen riesen Auftrag. Da musst du halt, sage ich mal, 27 Mal die Leute schulen, ne? Und dann kommen da 200 Leute durch. So total nervig. Und ist derjenige, der das macht, macht es dann halt repetitiv immer wieder. Dann sind diese Toolschulungen so klassisch Toolschulungen. Nämlich nicht der Business-Nutzen, sondern es wird gesagt, dann klickst du da, abstrakt auf irgendwelchen Daten, die vorher vorbereitet sind, die super ineinander passen, wo du echt sagst, ja, oh, das Tool ist aber toll. Dann sitzt du selber davor und willst es mal machen, nachdem du vielleicht ein halbes Jahr keine Zeit hattest und sollst dann die Erinnerung abrufen. Also klassisches Schulsystem, wie wir das damals gelernt haben, schnell auf eine Prüfung vorbereiten, alles in den Kopf rein und direkt danach alles vergessen. So, und das ist so, wo ich sage, das machen alle und das funktioniert einfach nicht. Ja, ich erlebe sogar noch was Zweites, nämlich, dass man sagt, okay, wir bauen hier ein Produkt, wir bauen ein neues BI-Tool, wir bauen ein neues Reporting, wir bauen einen neuen Datenhaushalt und haben am Ende noch gar nicht im Blick, was wirklich passieren soll, was wirklich genutzt werden soll. Das heißt, man fokussiert, wir haben es ja in dem Data Literacy Puzzle schon mal besprochen neulich, man fokussiert sich auf ein oder zwei kleine Teilausschnitte eines Datenprojektes, was ja aber eigentlich viel, viel umfangreicher und vielfältiger ist. Und da ist eben genau dieser Transformationsgedanke, dieser Schulungsgedanke für mich einer der ganz, ganz elementaren, um diesen Projekt Erfolg zu haben. Andreas, wie würdest du vorgehen? Was ist so dein erster Impuls, wenn du sagst, du möchtest weg von den Frontbeschallungen, du möchtest weg von den Massenschulungen, wo man eben hoffen muss, dass am Ende irgendwo in der Wüste auf so ein Keimling dann ein Tropfen Wasser fällt? Wie kommt man davon weg und wie kann man es besser machen? Genau, also es heißt ja immer, Frontbeschallung sei was Schlechtes. Ne? Das sind wir uns alle einig, da sowieso etc. Behaupte ich komplett das Gegenteil. Carsten, du hast mich auch ein paar Mal auf irgendwelchen Kongressen und Messen und so weiter erlebt. Ne? Dort habe ich dann 1 bis 2 Stunden teilweise Frontbeschallung gemacht. Ich stand vorne, habe es erzählt. Die Leute waren begeistert, haben viel mitgenommen, haben geklatscht. Ich habe super Noten gekriegt. Beim TDWI konnte man das ja auch mal nachvollziehen und so. Das war also wirklich immer ein Erfolg. Das heißt, die Frontbeschallung als solches ist nichts Schlechtes. Die Frontbeschallung in den meisten Fällen wird halt 90% einfach schlecht und falsch gemacht. Das heißt, was ich jetzt erlebe, ist, dass so Pseudo-Aufgaben gestellt werden, zum Beispiel im Tool. Das bringt auch niemanden weiter, aber man hat den Haken hinter der Interaktivität. Das heißt, ich möchte erstmal sagen, Frontbeschallung muss nichts Schlechtes sein, sie muss nur gut gemacht sein. So, und das ist erstmal Punkt Nummer 1. Ich habe ja nichts gegen interaktive Inhalte. Das heißt aber generell kategorisch Frontbeschallung auszuschließen, es ist der beste Weg, um in kürzester Zeit Leute mit etwas abzuholen. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf YouTube gehe und möchte gerne wissen, wie ich mein Waschbecken austausche, kriege ich eine Frontbeschallung und bin dankbar, dass ich Schritt für Schritt das nach und nach machen kann. Da will ich gar nicht, dass der mich jetzt irgendwie interaktiv und sich da im Chat und bla 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 etc. oder dass ich mit den Leuten rede oder der mir eine Pseudo-Aufgabe stellt. So könntest du ein Waschbecken auswechseln. Nee, ich möchte die Anleitung zur Frontbeschallung. Das heißt, erstmal Schritt Nummer 1 ist Frontbeschallung nichts Schlechtes. Danach muss ich mir überlegen, Kontinuität. Ich könnte ja kontinuierlich Frontbeschallen und teilweise aber auch Aufgaben geben. So, jetzt habe ich das ja schon so genannt nach dem Motto Challenge. Und ich glaube, da liegt so das Entscheidende, dass ich mir überlege, was für eine Challenge rufe ich aus? Nicht, hallo, ihr werdet geschult, sondern was müsst ihr tun, um diese Challenge zu bestehen? Wenn man sich moderne Social-Media-Kanäle anguckt, na, ist es halt so, dass dort die meisten Erfolge, die man kennt, sind so Challenges, wo Leute etwas nachmachen müssen, etwas tun müssen, immer etwas, ne, sich selber produzieren, das Ergebnis selber direkt zeigen. Das sind nicht die Anleitungen, wie ich was mache, sondern ich zeige es. So, und das kriege ich hin, indem ich sage, Beispiel, hör mal zu, du hast da 5 Abteilungen, die du durchschulen möchtest, mach eine Challenge raus. Alle 5 Abteilungen müssen mindestens ein Dashboard erstellen am Ende des Challenge. Und das muss ich halt fair planen, dass sie es können. Das heißt, nicht Tool-Schulung 2 Tage, sondern lieber 10 Veranstaltungen, 1 Stunde mit Frageslots, Hilfe, da kann man Technik noch dazu machen, etc. Man kann ja immer mehr machen dann.
und das aber dann auf 10 Veranstaltungen. Bin ich schon bei 10 Wochen, sag aber, das Ergebnis muss am Ende des Tages, muss der Sport sein. Das finde ich von der Sache her total cool, weil du kommst weg von dieser reinen Frontbeschallung, also von der reinen, ich erzähle euch, wie Dinge gehen, und schulst dann quasi auch die Anwendungskompetenz im Nachgang. Ja, also ich musste gerade bei deinem Vortrag dran denken, Mensch, da habe ich viel gelernt und da sind wahnsinnig viele Insights drin für die in der Theorie und für den ganzen konzeptionellen Umbau. Allerdings in der Anwendungsseite brauche ich ja die Kontinuität, damit ich lerne, wie setze ich das dann auch ganz praktisch um. Da finde ich, ist die Challenge eine coole Idee. Ja, es ist halt auch was anderes, ne? Also wenn ich jetzt davon erzähle, ne, nach dem Motto, mein klassisches ICE-Beispiel, dass, ne, der Change-Blindness-Effekt dazu führt, dass ich mir nicht die zwei Nummern merken kann, da ich eine Sitzplatzreservierung habe, weil Zug fährt ein, bla bla bla, etc., räumlich, ich gehe rein und ich kann mir nicht mehr zwei Zahlen merken. Das ist mir in dem Vortrag bei der Frontbeschallung relativ klar. Wenn ich das jetzt aber transferiere auf Dashboards, ist es gut, wenn ich einmal die Frontbeschallung gehört habe, die Metapher, das Beispiel, aber dann sehe, stimmt, beim Dashboard klicken passiert genau dasselbe, der Empfänger sieht es nicht und dann erinnere ich mich wieder und das kannst du durch die Kontinuität gewährleisten, dann erzählst du halt die ICE-Geschichte nochmal. Das bedeutet, wiederholendes Lernen ist viel erfolgreicher als einmal alles rüber. Und diese ich halte nichts für diese Statistiken, was die Menschen aufnehmen können, das ist sehr individuell. Na, aber wovon ich was halte, jeder, der Fahrradfahren lernt, na, weiß selber, wie er Fahrradfahren gelernt hat, nämlich nicht in der Theorie, sondern man hat sich aufs Fahrrad gesetzt. Und da hatte früher ein Elternteil halt gehalten, geholfen. Vielleicht hat er doch Stützräder. Und nach geht das weg. Aber niemand setzt sich mit seinen Kindern hin und sagt, so funktioniert ein Fahrrad und setzt sich selber aufs Fahrrad, na, was das Durchklicken im Tool wäre, ja. Fährt dann los und sagt, Kind, mach mal. So funktioniert Lernen einfach nicht. So funktioniert Schule. Deswegen wissen wir alle nichts mehr aus der Schule. Da ist was dran, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, jetzt sagst du, Mensch, am Ende steht ein Dashboard oder am Ende steht ein konkretes Reporting-Produkt, in diesem Fall ein Dashboard. Wie holst du die Leute denn da ab und wie holst du die Leute da rein? Es ist ganz einfach. Also ich finde, es wird auch immer ein bisschen zu hoch gehangen, wie holt man die Leute ab? So, erstmal 90% der Leute haben Bock, wenn eine Veranstaltung gut gemacht ist. Dann ist es meistens egal. Erinner dich damals an der Uni, es war nicht wichtig, welches Thema, es war wichtig, welcher Professor das hält. Das war der Erfolg der ganzen Geschichte. Das ist erstmal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, die Leute haben noch Bock auf Daten. Also wer wird denn geschult in diesem Bereich, der keinen Bock auf Daten hat? Also die Leute arbeiten doch eh schon mit Daten. Und wer hat keinen Bock, dass einem das Leben erleichtert wird? Das heißt, wenn ich vorher Excel-Listen den ganzen Tag geschubst habe und auf einmal darf ich mit einem coolen Dashboard-Tool geile Sachen bauen, da hat erstmal jeder Bock. Also deswegen dieses Abholen der Mitarbeiter hört sich für mich immer so an, als müsste man die überzeugen. Überhaupt nicht. Das ist wie ein Kind. Dann bleiben wir bei dem Kinderbeispiel. Das hat auch Bock auf Fahrradfahren. So, und das hat doch Lust, das zu tun. Deswegen würde ich erstmal sagen, so dieses Abholen und wir gegen die, das erstmal vom Sprachgebrauch würde ich das, glaube ich, lassen. Und da würde ich dann eher sagen, hey, wie kriegen wir die zum Fahrradfahren? Und das ist dann einfach gutes Programm und immer wieder halt einmal die Woche Slots bilden. Wer wenig Zeit hat, dann soll er sich das halt aufgezeichnet angucken und beim nächsten Mal wieder dazukommen. Auch diese Flexibilität, Carsten, ne? Dieses nicht ganze Tage blocken, ganze Sachen und alles da so. Es nervt ja alle Leute. Machen die ganz hektisch ihre E-Mails noch oder operatives Geschäft oder der Vorstand hat angerufen. Jetzt muss ich halt, who cares? Arbeite nach. Machen wir doch dann beim nächsten Mal. Ist doch kein Problem. Wir haben ja Kontinuität. Ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Also, dass man versucht, diese Veranstaltung oder die regelmäßigen Termine eben tatsächlich zeit- und ortsunabhängig zu machen. Finde ich einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Wie hole ich die Führungskräfte ab? Wie schaffe ich es, dass die entsprechend Freiräume geben? Ich glaube, da spielt dann der Challenge-Gedanke eine ganz große Rolle dahinter, oder? Ja, das ist super, ne? Also du hast halt einen Riesenvorteil. Wenn du eine Challenge ausrufst und sagst, jeder muss ein Dashboard machen, dann machst du ja nicht die Mitarbeiter dafür verantwortlich, sondern die Führungskraft. Und die Führungskraft muss einen sogenannten Nominierungsprozess machen. Mhm. Welche Mitarbeiter stellst du für diese Challenge bereit? Weil du kriegst ja was dafür, nämlich ein Dashboard. Wie geil ist das denn? Das hast du ja. Das kannst du gleich danach nutzen und kannst damit angeben, machen, tun, lassen, was du möchtest, selber analysieren. Und das hast du ja. Das heißt, man schreibt die Führungskräfte an mit dem, wen nominiert ihr? Damit habe ich nicht, bitte,
gib mir die Leute frei, bitte, bitte. Und dann korrekt als erstes, die sind alle so und müssen alle so viel machen. Hallo, du bist Führungskraft, dann mach es so, dass die es ordentlich können. Du kannst über die Zeiten der Leute bestimmen. Das heißt, so hast du dann auch die Führungskräfte, sie haben Benefit. Und wie peinlich ist es bitte, Carsten, da warst du lang genug in einer Bank oder in einem Konzern, damit du weißt, 4 andere haben die Challenge erfüllt am Ende des Jahres. Und du bist der einzige Trottel oder die Trottelin, schön, dass man da auch gendert, die nicht das Dashboard hat. Das finde ich ist ein ganz spannender Aspekt. Wer ist denn da quasi Sponsor? Also wer überwacht das? Noch eine Ebene höher, also idealerweise C-Level? Oder wen würdest du dann entsprechenden Sponsor mit einbinden, um dem Ganzen eine Ernsthaftigkeit zu verleihen? Ja, das ist mir persönlich egal, ne? Also klassisch Deutsch ist natürlich erstmal, je höher, desto besser. So, wenn du vom Vorstand beispielsweise Rückendeckung hast, der sagt, wir machen das, Kapazitäten, dann ist natürlich, sind die Führungskräfte müssen dann ja. Ne? Ich bin aber auch ein Freund davon, zu sagen, bei dem Nominierungsprozess, wer nicht will, selber schuld. Das heißt, ich glaube daran, dass dieser Fortschritt, die Transformation eh kommt. Das heißt, wenn du dann das Angebot als Führungskraft nicht annimmst, dein Problem, kann ja gute Gründe haben, beschwer dich aber nicht nach der Challenge, dass die anderen Abteilungen nach dir, dass sie durchziehen. Das heißt, ja, du kannst jemanden mit der Keule haben, typisch den Lehrer. Auf der anderen Seite bin ich auch Freund davon, als Führungskraft Eigenverantwortung, ne? Und mein Bereich und meine Leute sollen ausgebildet werden. Warum haben wir dieses ganze HR-Geraffel denn, dass die Leute sagen, sie müssen Weiterbildung? Hier hast du es. Das Wichtige ist nur, Carsten, was ich immer wieder sage, ist, du brauchst Profis und die Qualität, das, was gesendet wird und das, was vermittelt wird, das muss stimmen. Und das kannst du nicht mit einer Wald- und Wiesenberatung machen oder mit irgendjemand, der mit herkömmlichen Schulungsinhalten kommt, der von Didaktik keine Ahnung hat, der nicht weiß, wie Leute ticken, keine Empathie hat und die auch kein Durchsetzungsvermögen haben. Also nach dem Motto, das macht jetzt mal der Junior-Consultant oder Junior-Consultant, ne? Da wird es schwierig. Das muss schon jemand mit Erfahrung sein und dann kostet das auch dementsprechend Geld. Aber wie es oft so ist, Qualität setzt sich dadurch. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass so ein Format tatsächlich auch nachher entsprechend ja auch eine Rendite hat. Ja, wenn ich sage, ich begleite 5 Teams, die jeweils ihr eigenes Dashboard bauen, im Rahmen der Challenge beispielsweise, und schule die damit wirklich intensiv über einen langen Zeitraum. Ja, und die Beratung ist dann beispielsweise nicht permanent vor Ort, sondern immer zu den Schulungsterminen und immer, um das dann eben hier und da nachzubegleiten oder nachzubearbeiten, entsprechend zu begleiten, vorzubereiten. Dann ist das wahrscheinlich ein sehr effizientes Vorgehen. Nicht wahrscheinlich, sondern es ist ein sehr effizientes Vorgehen im Vergleich zu Massenschulung. Ja, ich habe es erlebt, dass 50, 60 Leute auf ein Tool geschult wurden, wo eigentlich nur 2 einen konkreten Use Case am Anfang hatten. Und der Rest hat dann ein halbes Jahr gewartet oder ein Jahr gewartet und hat dann sämtlich alles vergessen, was im Grunde in der Schulung dran war. Und man hat es dann nochmal wiederholt. Was da an Geld drauf geht, auch wenn es interne Ressourcen sind, 50 Leute für 3 Stunden in irgendwelche Schulungen zu setzen, mit Erarbeitung, Schulungskonzept, um das Ganze dann irgendwie ja effektlos verpuffen zu lassen. Wahnsinn. Es wird sogar noch schlimmer. Es wird schlimmer. Wie ist das denn klassischerweise? Also ich mache jetzt Folgendes. Ich schule die Mitarbeiter alle durch. Kosten. Ne? Freistellen, Opportunitätskosten habe ich eh. So, also das passiert sowieso. Jetzt sage ich, ich möchte gerne 5 Dashboards haben. Das heißt, dann beauftrage ich eine Beratung, aber nimmt mir auch meine Mitarbeiter mit, dann wieder diese 5 Dashboards zu bauen. Das heißt, Wahnsinn. Sowieso. Das heißt, ich kann das, wenn ich den Prozess als solches, Ausbildung und Output, gleichzeitig in einem mache, in einem Abwasch, spare ich am Ende des Tages sogar noch Geld, weil ja der Mitarbeiter dafür freigestellt ist, es gemacht wird, und der Berater ja gleichzeitig die Wissensvermittlung. Sonst passiert nämlich Folgendes. Erstmal, wir machen eine Toolschulung. Dann, ja, jetzt bauen wir die Dashboards vor. Ja, wir werden dann den Mitarbeitern irgendwie das wissen. Ja, fuck you, wird nicht passieren. Was werden die Wirklichkeit tun? Man baut das Dashboard, lässt es reviewen, das man dann als Ausbildung deklariert und sagt, ja, nee, fürs nächste Dashboard, da braucht ihr schon noch uns, damit diese Salami-Taktik aufgeht. Und die Mitarbeiter sagen, operatives Geschäft, Stress, ja, das ist schon gut, wenn die das machen. Und genau. Ich habe gar nichts gewonnen, keine Transformation. Ich habe nur noch einen Player mehr mit am Tisch, den ich die ganze Zeit so als Externen mitfinanzieren muss. Und dann sage ich irgendwann, wenn mir das Geld da ausgeht oder ich nicht mehr bereit bin, das zu zahlen, Mitarbeiter, jetzt müsst ihr selbst.
Und was mache ich dann, Carsten? Wieder Schulung kaufen, weil die es nicht richtig können. Genau. Und ja, dann habe ich einen permanenten Prozess, der völlig unstrukturiert ist und sich immer und immer und immer wieder wiederholt. Und der auch für die Mitarbeiter frustrierend ist, ehrlich gesagt. Ja, da hat doch kein Mitarbeiter Bock drauf. Nein. Nein, immer nur Halbwissen, immer nur halbgares Wissen, ohne Praxisbezug vermitteln zu kommen, ist halt Mist auf Dauer. Man fühlt sich dann halt, als ob man das Tool nicht beherrscht, als ob man den Prozess nicht beherrscht, aber irgendwie dann doch so ein bisschen und trotzdem ist man dann intern noch der Experte zu dem Thema. Schwierig. Ja, und wir haben ja auch alle ein Leben. Also es bedeutet ja, wenn ich nur 2 Termine anbiete, ne, von 9 bis 18 Uhr, 2 Tage, ne, habe ich ja denselben Mist, ne? Wie auch sonst, da kommt was dazwischen, da sind Urlaube, da ist mal das Kind krank, da geht es mir persönlich vielleicht nicht so gut und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Das kann doch alles passieren. Das kann doch alles passieren. So, und da denke ich mir immer, dann habe ich diese 2 Tage und das Nacharbeiten ist so schwierig, wenn du da alleine stehst. Wenn du aber Kontinuität hast, ist Nacharbeiten gar kein Problem, weil es ist doch kein Problem, auch Sachen zu wiederholen. Und weißt du, was du auch weg hast? Dieses typische Geraffel, Vorstellungsrunde, wo erstmal eine Stunde drauf geht, dass die Leute, die ja sowieso sitzen, sich kennen, das geht halt erstmal weg, weil man kennt sich, lernt sich über den Prozess kennen und über die Kontinuität. So, das geht erstmal weg. Das heißt, diese eine Stunde. Dann gibt es doch auch immer so in diesen Seminaren, wie fühlst du dich gerade, was machen wir gerade, dann erstmal Brainstorming, bla bla bla. Diese Brainstorming kosten ja nur Zeit, innerhalb dieser Schulung. Das kann dieses Brainstorming können doch in ihren kleinen Gruppen doch vorbereiten, dann, wann es ihm passt, und beim nächsten Mal mitbringen. Und dann hat man doch wieder eine ganz andere Ebene und führt es da wieder zusammen. Und man weiß, die Leute beschäftigen sich kontinuierlich damit und nicht dieses einmal, jetzt musst du es wissen. Und dann hast du auch noch die Gelegenheit als Teilnehmer, ey, sorry, also die hängen mich hier gerade ab, aber ich stehe das mal irgendwie durch. Ne? Du kannst doch in dem Moment, hörst du den BI or Die Podcast an, guckst mal Self-Service, was bedeutet das eigentlich? Findest du garantiert eine Folge, wo das lang und breit erklärt wird? Und dann sagst du, ach, jetzt darauf wollen die hinaus mit Self-Service. Oh, super, da habe ich ja 10 Ideen. Also für mich, es ist einfach Wahnsinn, was wir vorher gemacht haben, den Schulalltag, den wir alle ätzend fanden, ne, auf Mitarbeiterausbildung zu transferieren und diese langen Zeiträume. Dann haben wir gemerkt, niemand hält diese 8 Stunden durch. Dadurch wurde es aufgeweicht. Dann hat man der Frontalbeschallung die Schuld gegeben. Und dann hat man gesagt, jetzt muss da mehr Interaktivität rein. Aber sorry, ich baue so ein fucking Dashboard halt nicht innerhalb von 3 Minuten. Das ist dann nur eine leichte Aufgabe, ein kleines Erfolgserlebnis. Ich brauche da halt ein bisschen Zeit für. So, und ich muss da mich auch ein bisschen reinfuchsen. Auch wenn es alles nicht so schwer ist, aber würden wir eine Excel-Schulung machen? Na? Das würdest du auch nicht in 2 Tagen danach drauf haben, weil so ein S-Verweis, bis du es kapiert hast, das dauert einen Moment. Wenn man es das erste Mal macht, ja, auf jeden Fall. Ja, ganz klar. Absolut. Und es ist hier ja genauso. Und ich sehe noch einen weiteren Vorteil eben an dieser Challenge. Ich habe ja gleich mehrere Mitstreiter. Ich habe Leute, die in dem gleichen Problem sind, die vielleicht auch die gleichen Fragen haben, die ich ansprechen kann. Ich beginne damit auch eine Community zu bauen, sprich Multiplikatoren auszubilden. Ja, wie schwer ist es denn, wenn ich anfange mit Business Intelligence und das Know-how noch nicht groß verbreitet ist in solchen in entsprechenden Tools, gilt aber auch für alle anderen Neueinführungen von Technik, dann ist es wahnsinnig schwer, da reinzukommen und wahnsinnig schwer, da das Know-how aufzubauen. Hier über die Challenge, über die gleiche Betroffenheit, nenne ich es mal, von den Mitarbeitern in diesem Kontext, kann ich ja immer nachfragen. Hey, wie habt ihr das gelöst? Und Mensch, ich habe gesehen, das und das passiert da. Setzt aber voraus, dass alle dann auch die Produkte des anderen zumindest sehen können. Korrekt? Korrekt. Also, dass man sich auch immer wieder messen kann daran. Da sind wir halt beim nächsten Thema. Das ist halt dieser Community-Gedanke, der durch gemeinsame Aufgaben entsteht. So, wenn du ein Team-Event machst, ne, also halte ich ja persönlich nichts von, aber wenn du ein Team-Event machst, ne, und sagst dann, wir bauen hier zusammen Floß, warum wird das gemacht? Das wird gemacht, damit eine schwere Aufgabe gemeinsam gelöst wird und sie teambildende Maßnahme ist. Kannst du überall nachlesen. Warum mache ich das bei Dashboards nicht genauso? Ich gebe die Aufgabe, macht ein Dashboard unter Begleitung auf sich, damit du jetzt mit dem Floß nicht untergehst, ne? Das ist ja fair. Aber das schafft ja den Zusammenhalt. Und dann kann man ja auch gucken, wie bauen die anderen ihr Floß, / Dashboard. Und das schafft Community. Das Einzige, was ich dafür bereitstellen muss, ist ein Channel,
wo die Leute sich locker flockig austauschen können und wo es nicht in irgendeinem E-Mail-Wirrwarr. So, und ganz ehrlich, fast jede zweite Firma hat ja mittlerweile Microsoft Teams im Einsatz, ne? Mhm. Team-Channel einstellen, den ein bisschen hübsch machen, selber die Leute, die die Ausbilder sind, so das Handwerkszeug, Bedienungsanleitung, Impulsvideos, die ICE-Geschichte, der Wiener Vortrag, bla bla bla, alles da rein. Und dann darf man da aber auch zwischendurch einfach mal eine Frage stellen. Zum Beispiel, ich kriege diese Farbe da nicht rein. Dann wird mir sofort geholfen, ohne dass ich alle Leistungsfähigen, die das schon längst mit der Farbe wissen, aufhalte, sondern die freuen sich sogar noch, kurz die Hilfestellung zu geben. Das heißt, dann auch noch digitale Transformation in Community Building. Das hast du ja auch noch. Das hast du auch noch. Und wenn du dann sagst, ja, wie machen wir es? Machen wir es Deutsch oder Englisch? Beides. Beides. Ja. Also gar nicht mehr diese Frage heutzutage, entweder oder, sondern macht einfach alles. Oder machen wir Videos, machen wir Präsenz etc. Alles, alles was geht, alles was hilft. Und das ist das Schöne an so einer Challenge. Ich überlege mir keinen Stundenplan. Ich überlege mir, wie komme ich am besten zum Ergebnis. Auch die Beratung, die mich begleitet, die hat nämlich dann Interesse, dass die 5 Dashboards nachher stehen, weil das ist das Leistungsversprechen. Und die hat Interesse, wenn sie sagt Community Building, ja, ich habe halt den Triggerpoint gesetzt, dass die Leute mitmachen und dass sie aktiviert werden. Weil sind wir uns ja ehrlich, es ist halt relativ schwer für die meisten Konzerne, Wissen, Nicht-Wissen, so ist besser, Nicht-Wissen zuzugeben. Und das tue ich in so einem Teen-Channel, ja. Ich brauche da ja nicht reinschreiben, weil ich was weiß, aber ich schreibe da ja rein, weil ich was nicht weiß. Und derjenige ist dann derjenige und diejenige, die darauf antwortet, die ist dann diejenige mit Wissen. Und das finde ich ist halt eine ganz spannende Geschichte. Wir müssen diese ganzen Schulungskonzepte, Ausbildungskonzepte komplett neu denken. Wenn man sich Daniel Jung anguckt, der ist dieser Mathe-Guru. Ich weiß nicht, ob ihr mal LinkedIn gesehen habt. Der ist ja eigentlich auf YouTube ganz stark unterwegs und der macht das für Schüler. Und da sieht man, wenn man sich die Kommentarspalten von ihm anguckt, der hat Millionen von Zusehern. Jetzt erzähl mir doch nicht, dass die Kinder und Jugendlichen sich vor Mathe freiwillig bei YouTube setzen. Ja doch, tun sie, weil der präsentiert das gut. Das ist auch nicht albern, sondern es ist richtig auf den Punkt. Und der hilft, der redet mit seiner Community. Der dreht das nächste Video, wenn deine Nachfrage kommt. Und du kannst in deinem eigenen Tempo Schritt für Schritt gehen. Er nimmt sogar Aufgaben von den Leuten und löst die mit denen zusammen. Das bedeutet, dieser Daniel Jung, der hat auch einen Podcast und er erzählt es immer wieder und wie auch Unternehmen davon profitieren können. Na, da habe ich mich ganz stark orientiert und ich habe mir diese Mathe-Videos angeguckt. Und da steht tatsächlich drunter, Daniel, ohne dich hätte ich mein Abi nicht geschafft. Daniel, ich habe meine Note von der 5 zu einer 1 gewechselt. Das heißt, Nachhilfe weg. Das heißt, es ist durch den Digital sofort da, wo die jugendlichen Leute sind, sofort dahin. Da ist die Hilfe, da wird sie gebracht und der ist halt jetzt Millionen-YouTuber, wo sich dann die Leute die Schulung geben, hinsetzen und sagen, ja, so YouTuber, Influencer, ja, die laufen euch alle den Rang ab, wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, weil die Technik Wissensvermittlung so einfach macht wie noch nie. Das finde ich ein mega spannendes Konzept, bedeutet aber auch, ich muss selber den Hintern hochkriegen, wie man so schön sagt, und selber eben anfangen, Content zu konsumieren oder aber, wenn ich dann eben sehr professionell bin, auch Content zu erzeugen. So wie wir das hier für BI or Die oder in dem gesamten Reporting-Impulse-Kosmos machen und ja immer sehr viel Wissen weitergeben, sehr viel Content bereitstellen, müsste ich das dann ja im Grunde in der Community auf die Firma beziehen. Genau. Die Kunst ist aus meiner Sicht nicht etwas zu wissen. Das kann jeder. Also das heißt, lese ich ein Buch und gebe am nächsten Tag einen Workshop. Also ich würde einfach mal behaupten, ich könnte einen sehr schlechten Workshop zu jedem Thema in irgendeiner Form geben, wenn ich vorher ein Buch gelesen hätte. Einfach durch Rhetorik, bla bla bla, Blendung etc. So, habe ich noch nie in meinem Leben drauf Bock gehabt, weil das total ätzend ist. Das heißt, erstmal brauche ich Profis, die das machen. Und ich sollte mich selber nicht überschätzen. Also heißt, ich mache hier kurz mal ein Video. Ach, ich erkläre das schon. Ach, ich mach's schon. Da brauchst du Tools, Skills und Content Creation. Das ist nicht so einfach. Also die Leute, jeder, der das vielleicht mal hat, ne, schalte mich mal kurz dazu und wir machen hier ein Interview. Ne? Haben wir jetzt gemacht für die Schulungsreihe, die ansteht beim Dessen. Die Leute haben ganz schön schwer geatmet, weil diese Lämpchen geht an, man sollte am besten vorbereitet sein, dann doch nicht, man sollte natürlich wirken, es soll nicht langweilig wirken. Dieses, was der Dr. Theo Pham immer sagt, diese Content Creation Economy,
Das ist ein Skillset. Und das heißt, wenn ich Leute begeistern will, muss ich das drauf haben. Und die Frage nach, ne, ich bin da nicht so der Typ für. Da kriege ich einen zu viel. Das ist halt, das ist so, Carsten, so, ja, tut mir leid, also deutsche Rechtschreibung und E-Mail schreiben, da bin ich nicht so der Typ für. Nee, mache ich nicht. Nee. Mache ich auch nicht. Auch für mich gehört es zum Standardrepertoire, jedenfalls eines Beraters, jemand, der schult, etc., dass er das, die modernen technologischen Gegebenheiten, einfach nutzen kann. Und das ist halt ein Weg, das ist halt Arbeit, aber da sind halt die Berater und Ausbilder sind in der Pflicht, sich mit diesen neuen didaktischen Methoden, was noch immer Frontbeschallung sein kann, auseinanderzusetzen. Und wir machen halt hier seit 3 Jahren auch die Akademie, wir machen auch die Sachen, wir senden, wir sind auf LinkedIn, wir sind präsent und machen das, auch mit einem Zweck, dass wir Kunden gewinnen, so, aber wir übertragen ja alles, was wir da lernen, ja automatisch auf unsere Schulungsbereiche. Das heißt, früher bin ich nach Erlangen, Siemens, gefahren und habe da 2 Tage ausgebildet. Was mich das an Zeit gekostet hat, was wir heute, ne, mit internationalen Teams nicht mehr in Erlangen machen, das ist unfassbar. Und jeder hat die Tools im Zugriff, jeder kann es tun. Da wird Persönlichkeit komplett überbewertet, / wenn es ums Thema Daten geht. Weil ich glaube, so Persönlichkeitsentwicklung und so, da will ich mir keine, will ich es nicht anmaßen, oder Design Thinking oder so, möchte ich mir nicht anmaßen. Aber in dem Business, wo wir uns befinden, IT, Controlling, so, das sind alles Leute, die eher auf Daten, Output etc. achten, als dass so Gefühle untereinander und solche Sachen, ist ja nicht verboten digital, ne? Aber ganz ehrlich, da muss man halt auch mal sagen, muss man sich deswegen persönlich treffen? Ich denke nein, weil allein das Aufzeichnen ist dadurch schon viel schwieriger. Also, was ich halt sage, ist, na, du musst erstmal groß denken im Zeitraum. Also ich behaupte, so 10 Veranstaltungen sind Minimum. Das ist erstmal safe, das muss ich planen. So, planen gar nicht im Sinne von, dass alle Leute da mehr können, sondern einfach reinstellen und sagen, da ist es halt. So. Und wenn es auch eine Mittagspause ist, machen die Leute halt eine Mittagspause später, ist ja egal. So, dann das nächste, was du machen musst, such dir gescheite Trainer am Markt, die das auch selber wirklich können und nicht nur in der Theorie. Das heißt, wenn ich Handwerker bestelle, will ich ja auch Handwerker haben. Und nicht irgendjemand, der mir erklärt, so baust du das Haus. Ne? Das wäre für mich eine ganz wichtige Geschichte. Das nächste ist, mach auch nicht zu viel mit den Dashboards. Das wird im Prozess, wird sich das schon rauskristallisieren, was die Leute brauchen und was sinnvoll wäre. Das ist wichtig. Nach dem Motto, überleg dir nicht erst 5 Dashboards, sondern was ist der Business Need? Was sagt das? Und das iterativ in dem Prozess mitdenken. Und dann klares Ziel, klares Commitment. Und wenn ich eine hierarchische Firma bin, hole ich mir von oben das okay. Bin ich das nicht, dann zähle ich die Führungskräfte alle nacheinander aus und sage, ja, wenn du es nicht machst, machst du es halt nicht. Deine Entscheidung ist ja hier ein Angebot von mir. Also klassisch würde ich sowas immer aus so einem BICC oder Leiter Controlling oder so, würde ich das ganz hart raussteuern. Das wären wirklich so die Leitplanken, wo ich sage, da, die brauchst du. So, und am Ende gibt es einen Preis für das beste Dashboard? Ja, bin ich ja noch ein bisschen zwiegespalten. Ne? Also es ist eine ganz schwierige Kiste. Habe ich selber noch keine Antwort. Gerne in die Kommentare bei YouTube oder schreibt uns über den Podcast oder so, was ihr von Preisen halten und Zertifikaten. Wir machen jetzt Zertifikate erstmal. Also wenn du teilgenommen hast, kriegst du eins, dass du Nachweis hast, du bist ein Dashboard-Bauer in deinem Tool. So. Das finde ich ganz nice. Das kann man machen. Das ist ein Leistungsnachweis. Das andere, ich weiß ja immer nicht, was ich von Preisen an Mitarbeiter halten soll. So, erstmal vom Challenge-Gedanken finde ich das ja eigentlich ganz cool. So, nach dem Motto, die Besten kriegen einen Preis. So, finde ich cool. Aber das Problem ist bei Preisen, wenn ich Preise für meine Arbeit, die ich hier eh machen soll, wo der Arbeitgeber mich ausbildet, meine Qualifikation stärkt, dafür noch einen Preis zu kriegen, da stell mir so vor, ich bringe meine Tochter bei, sie soll ihr Zimmer aufräumen und kriegt jedes Mal danach einen Preis.
glaube nicht, dass das eine gute Erziehungsmethode ist. Ich will jetzt nicht Mitarbeiter mit Kindern vergleichen, aber ich glaube halt nicht, dass das Preise als solches wirklich einen Anreiz geben. Ich glaube, der Mehrwert, dass die Arbeit erleichtert wird, dass es besser wird, dass es für alle besser wird, dass den Purpose, wie es so schön heißt, ne, das in den Vordergrund zu stellen, ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich glaube, das ist der Schlüssel, der Purpose. Warum machen wir das? Und das wird oft vergessen. Ja, neues Tool müsst ihr lernen. Scheitert immer. Aber das wird alles besser für euch. Das wird einfacher, schneller, effizienter und noch geiler. Dann haben die Leute Bock. Also, und ich weiß aber, zurück zu den Preisenkassen. Ich weiß es einfach. Was sagst du denn? Sollte man Mitarbeiter Preise geben? Tausendmal mehr Erfahrung als ich. Das ist jetzt wieder 10 Euro. Es kommt drauf an. Ne? Also, die Frage, die sich mir stellt, ist halt, sind die Reporting-Produkte vergleichbar? Wenn ich jetzt mal auf eine Bank schaue, dann hast du ganz viele verschiedene Reporting-Formate mit ganz vielen verschiedenen Empfängern. Und die Frage ist halt, kann ich die irgendwie vergleichbar machen im Sinne des Erfolges, des Umsetzungserfolges? Ja, gleichwohl könnte man, wenn man sagt, da kommen fünf vernünftige Dashboards raus, mit denen auch dann tatsächlich in der Folge gesteuert wird. Und das sollte ja das Ziel sein. Dass man das Ganze dann würdigt, dass man dann vielleicht, keine Ahnung, von Management-Seite dann das Team oder die Teams dann nochmal zum Abendessen einlädt oder sowas. Sowas finde ich dann halt schon cool, dass man dem Ganzen dann eben entsprechend auch nochmal ein Gewicht oder eine Bedeutung gibt. Ja, also wir haben bei Avato mal einen Hackathon gemacht und da war am Ende des Tages, das beste Team darf nach Oslo reisen zum anderen Standort und die besuchen. So, das kam auch sehr, sehr, sehr gut an. Ich finde gut, dass man das mit so einem Business Geschichte verbunden hat, nach dem Motto, halb privat, halb, aber ihr seid bei den Kollegen. Das fand ich eigentlich ganz cool so. Das heißt, CFO von Avato dann damals gemacht, Financial, nicht, dass ich jetzt irgendwie falschen zitiere. Aber es ist, also das kam sehr gut an, das hat Kai damals gemacht. Und ansonsten denke ich mir halt auch immer, wenn man Ehre, finde ich auch nicht verkehrt. Also bei der Olympiasieger, ne, kriegt ja auch eine Goldmedaille. Das so ein bisschen zu challengen, dass man halt vielleicht gar keinen Preis im Sinne von Sachpreis, weil es wird sich ja wohl jeder selbst ein iPad kaufen können, also finde ich immer ein bisschen albern, so. Habe ich erst ein iPad, damit die Kinder Fernsehen gucken können, also sorry, ne, also finde ich albern, aber so dieses, du warst der Beste oder, ne, das habt ihr schon außerordentlich gut gemacht, finde ich schon sehr gut. Man kann ja auch verschiedene Kategorien machen, also beispielsweise bestes Teamwork, bestes Community, Building, beste Visualisierung, schnellstmöglich umgesetzt. Also damit ich ein bisschen von der Qualität des Dashboards, was es der Firma bringt, wegkomme, weil das ist unfair. Wenn ich jetzt im Sales bin, wird mein Dashboard wahrscheinlich mehr Anklang finden, als wenn ich jetzt in Compliance bin. Mhm. Deswegen würde ich da die Bewertung nicht sagen, bestes Dashboard gibt es eh nicht. Das beste Dashboard ist das, was mir nützt. Na, da kann ich ein schlechtes Sales-Dashboard machen, aber die Leute würden trotzdem eher immer auf die Sales-Zahlen gucken. Also insofern würde ich dann doch davon ausgehen und sagen, man müsste so ein paar Kategorien und den Leuten auch offen und ehrlich spiegeln, wie sie sich so im Prozess verhalten haben. Zum Beispiel kann ich auch preisgeben für die Leute, die am wandlungsfähigsten waren, die erstmal gegengeschossen haben und nachher gesagt haben, das ist doch gut, und denen auch zu honorieren, hey, ihr kommt aus eurer alten Welt, ihr macht 20 Jahre Excel- und PowerPoint-Reporting, hier kriegt ihr den Preis oder halt wirklich so eine Medaille oder echt Pokal oder so, wie wandlungsfähig ihr seid. Weil wir stellen uns das sehr schwer vor, nach 20 Jahren in einem linearen Denken plötzlich in einen Würfel zu denken und so ein Ergebnis zu produzieren, hier, ihr habt euch am stärksten gewandelt. Na, also warum eigentlich nicht? Vielleicht in diese Richtung gedacht, weil das ist Lob, das ist Anerkennung und Lob. Absolut. Und bitte nicht jeder einen Preis. Bitte, bitte nicht. Genau, dass man die Preise so vergibt, dass auch jeder einen abbekommt. Genau. Hey, das will ich nicht damit sagen. Ne? Also ich erfinde Kategorien, damit jeder einen Preis kriegt. Die bemühtesten, egal. Die spannende Frage für mich ist, jetzt habe ich tatsächlich Leute damit ja relativ, oder einen ersten Teilnehmerkreis oder einen ersten Personenkreis in einem Unternehmen sehr intensiv damit ausgebildet. Jetzt ist ja die Idee nicht, dass ich dann die nächste Challenge anfange mit einem externen Unternehmen und noch eine und noch eine und noch eine, sondern irgendwann soll das dann ja in die Eigenverantwortung übergehen. Reicht das denn, dass ich die Leute dann ausgebildet habe entlang der Challenge, oder muss ich dann tatsächlich am Ende noch so Speerspitzen, also wirklich Trainer ausbilden, nochmal gesondert, die man dann entsprechend nochmal abholt? Oder glaubst du, dass mit der reinen Dashboard-Challenge das Ganze dann schon einen so weit fortgeschrittenen Stand haben sollte, dass jeder in der Lage ist, das zu bedienen? Ich würde Challenge machen.
Ich würde nicht darauf setzen, dass die Leute, die gerade aufgegleist worden sind in der Challenge, die erste Erfolge haben, die sollen doch lieber für sich weiter produzieren, Ansprechpartner werden, alles okay. Ich traue diesen Leuten aber nicht zu, dass die morgen wie Profis didaktisch noch weitere Leute ausbilden. Also dieser Train-the-Trainer-Ansatz, ne, da bin ich wirklich, wirklich skeptisch, ob das wirklich funktioniert. Ne, wenn die Talentierte sich da rausbilden, sofort nehmen, eigenes Projekt, aber die sollten dann ja die Challenge moderieren. Das heißt, was ich nicht machen kann, ist einmal Challenge und dann wird das schon irgendwie. Nein, da muss ich dasselbe Gerüst gerne mit internen Mitarbeitern, aber wiederholen für die anderen. Warum sollte denn da was anderes gelten? Also einmal, wenn ich didaktisch die Challenge durchgezogen habe und es ein Erfolg wird, würde ich doch als jedes Unternehmen, das funktioniert, eben nicht wieder darauf verfallen, wir haben hier das einmal gemacht. Nein, wir machen das zum dauerhaften Prozess. Und wenn ich das nicht mit selber machen kann, dann hole ich mir doch dauerhaft dafür Leute, die mich kontinuierlich ausbilden. Und dann ist es doch eine Frage nur, wie viele Leute sind es? Und das muss ich hochrechnen in irgendeiner Form. Oder wie viele fangen neu an oder so. Dann mache ich halt wieder so eine Challenge. So, und da ist doch egal, weil ich kriege doch jedes Mal Dashboards raus. Ich kriege doch jedes Mal, habe ich doch Profit. Das heißt, Benefit. Deswegen würde ich das auch auf jeden Fall, würde ich sagen, Challenge. Niemand hat was gegen Multiplikatoren. Niemand hat was dafür. Aber für mich ist ein Controller, der dann meinetwegen die SAC oder Power BI bedient und das dann alles richtig gut drauf hat, warum maßen wir dem an, der soll ein guter Trainer sein? Das glaube ich nicht. Einzelfälle, das heißt, klar. Das heißt, du würdest tatsächlich in eine explizite Trainerausbildung nur dann gehen, wenn du wirklich eine entsprechende Begabung dort siehst und auch eine entsprechende Bereitschaft dort siehst, dass ein Unternehmen das selber bereitstellen kann. Wenn es mein Job ist. Das heißt, wenn ich jetzt intern angestellt bin, als interner Consultant, als interner Projektmanager, als Change Manager, die ausbilden, die können ja vielleicht Lerninhalte lernen oder so. Das würde ich sagen, ja. Aber es muss zu deinem Aufgabenbereich gehören. Weil, wenn, also ich stelle mir halt mal so vor, du bildest jetzt, sagen wir mal, die Challenge ist durch, Riesenerfolg, jetzt machen meine Mitarbeiter das selber. Das müsste dann im HR-Gespräch für dieses Jahr verankert sein in der Zielvereinbarung und ihre Freiheiten. Ich kann Ausbildung doch nicht nebenbei machen. Ich kann das doch nicht so nebenbei machen. Das würde ja bedeuten, einmal habe ich selber alles gelernt, jetzt soll ich sofort wieder anwenden. Sorry, dafür ist das ein bisschen zu schwer, was wir machen. Mal Leuten Hilfestellungen, Tipps geben. Ich glaube, das funktioniert. Mhm. Aber jemanden auszubilden, ne? Es gibt ja einen Grund, Carsten, warum du erst Meister werden musst, bevor du Lehrlinge haben darfst und Gesellen und solche Geschichten. Da bildet doch der Lehrling nicht am nächsten Tag den neuen Lehrling aus. Also, wo sind wir denn? Es geht 3 Jahre am Ende des Tages. Das heißt, Ausbildung wird, glaube ich, oft zu gering geschätzt. Das machen meine Mitarbeiter da schon. Was ist denn, wenn die kündigen? Wie heilfroh bin ich denn dann, wenn ich die extern habe und die das für mich machen? Wenn die das Wissen mitnehmen, weil sie gerade die Qualifikationsstandard höher sind, in der Lage, das zu machen und gehen dann in ein anderes Unternehmen und gehen genau mit der Story rein. Das heißt, ich würde mich dann niemals auf meine Mitarbeiter verlassen, es sei denn, es gibt dezidierte Rollen, die das Inhaltliche lernen und dann für sowas angestellt sind, Transformation im Data-Bereich voranzutreiben. Beispiel, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre, es gibt ein BICC, die sehr viele Freiheiten haben, nicht im operativen Geschäft sind, sondern eher so eine Beratungstätigkeit, neue Trends etc. Dort Leute in die Challenge reinzusetzen, dass das BICC auch was produziert, die auszubilden und dass das BICC das dann übernimmt und immer wieder Challenges macht, übers Jahr hinweg. Super Ansatz. Wie groß wird die Community am Ende? Also ich habe dann, ich sage jetzt mal, ich habe fünf Teams oder fünf Teams, die an dem Challenging teilnehmen mit jeweils 4 Leuten, habe ich 20 Leute, die dann diese Community oder den Kern der Community aufbauen. Sind die offen, dass alle da reinkommen können, die da grundsätzlich Interesse dran haben? Oder ist das dann erstmal eine Challenge-interne Community, aus der dann vielleicht irgendwann was Größeres wird? Weil meine Idee oder meine Vorstellung wäre ja schon, dass eigentlich jeder, der sich mit dem Thema befassen kann, auch Zugang zu solchen Informationen hat und sich vielleicht dann eben auch mal so ein Video von so einer Veranstaltung angucken kann. Oder wäre dann der Intimitätsbereich gestört, der einzelnen? Ja, gut. Also erstmal würde ich zwei Dinge machen. Ich würde die erste Challenge, sagen wir mal, mit diesen 5 Abteilungen, 20 Leute, das ist gut handelbar. Ne? Mhm. So würde ich erstmal starten und eine erfolgreiche Challenge machen. Und danach würde ich öffnen.
Das heißt, dann würde ich auch 100 Leute zulassen, weil erstens, du hast es einmal komplett gemacht. So, und das Zweite ist, jeder weiß, wie hoch die Aufwände sind, wie die Planung, was die Leute selber können, nicht. Das hast du, sage ich mal, empirisch einmal mit 20 gemacht, dann funktioniert es auch mit 100 und das kannst du ja hochrechnen dementsprechend. Ne? Deswegen würde ich sagen, das Zweite ist, Frontbeschallung finde ich da extrem wichtig, weil nur so kannst du nachgucken, was auch wirklich da wichtig ist. Und was ich jedem empfehlen würde, nochmal ein Punkt für Externe, ist den Anfang. Heute geht es um XY, wir wollen eine visuelle Tabelle zusammenbauen, wir zeigen euch das Schritt für Schritt, bla bla bla, sowieso. Hier so und wir betonen das einmal vor und jetzt gehen wir eine halbe Stunde zusammen hier und dann die letzte Viertelstunde wieder zusammen. Da würde ich die Mitarbeiter nicht mit filmen in der halben Stunde. Ich würde die ersten 15 Minuten filmen und die letzten 15 Minuten, wo die Trainer die Ergebnisse zusammenfassen. Erstens, du reduzierst es auf eine halbe Stunde. Jetzt sagen wir mal noch ein bisschen Begrüßung und bla 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 und Einleitung und was ist auf Agenda, bist du schon bei 20 Minuten. Das heißt, du kriegst ein 20 Minuten Summary, wenn du nicht da warst, mit dem Wichtigsten, wo du die Aufgabe vielleicht parallel sogar machen kannst. Und du hast niemanden, der dann Angst hat, weil er gerade gefilmt wird. Ach, die Frage stelle ich lieber nicht, mein Chef sieht das ja. Oder meine Chefin. So. Und deswegen würde ich sagen, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt und das spricht für mich ganz klar für Externe, weil die müssen in der Lage sein, es aushalten, jedenfalls Berater, dass man gefilmt wird. Also ich glaube, wenn jetzt bei uns jemand, Carsten, arbeiten würde, der sagt, nö, ich lasse mich hier nicht filmen, dann wäre der wahrscheinlich falsch am Platz, jedenfalls was die Arbeit angeht. Privat muss kein Mensch irgendwas teilen. Ich teile privat aus meinem Leben gar nichts. Jo, ich habe gar nichts bei mir. Genau, aber das war hier quasi ja Einstellungskriterium. Ich glaube, dann werden sich einige auch noch ein bisschen strecken müssen, die so heute im Controlling, in den Finanzabteilungen, in den Risikoabteilungen unterwegs sind, dass es eben andere mediale Regeln gibt und auch geben wird und dass es eben auch ganz andere Zugänge zu Themen gibt, als ich warte darauf, dass mich jemand schult. Finde ich mega spannend. Also mal aufs Dashboarding betrachtet, geht in die Hilfsforen der SAC, guckt euch das an für Microsoft-Produkte. Es gibt überall Videos, YouTube, ja, beste Informationsquelle für Fragen, die ich ganz, ganz praktisch habe. Da muss ich nicht warten, bis ich irgendwann mal einen extern gegriffen kriege, der mir so eine Frage beantwortet. Klar, wenn es dann komplex wird, ja, dann sicherlich, wenn man dann wirklich tiefen Know-how braucht oder Detail-Know-how, aber für die Basics ist erstmal alles da. Man muss sich nur dran gewöhnen, dass man sich selbst versorgt. Ja, ich warte ja auch nicht, bis Rewe bei mir an der Haustür klingelt, sondern ich gehe zum Rewe und kaufe da ein. Ja, es sei denn, ich bestelle es vorher, aber dann musste ich selber eben trotzdem aktiv werden, eben online. Das ist doch genau die Sache. Die Sache ist doch folgende: Eigenverantwortung ist da das Stichwort. Ich würde auf die Eigenverantwortlichkeit, da schreien Sie doch alle nach. Sie wollen selber mehr machen. Sie wollen nicht so geführt werden. Sie wollen ihre Ideen gehört werden. Sie wollen auch individuell auf ihre Sachen eingehen. Here we go, ey. Da ist es. Kontinuierlicher Prozess. Und das ist doch genau das. Bleiben wir doch mal im Fitnessstudio-Beispiel. Mhm. Die Erwartungshaltung, wie es antrainiert wird, ist, der Trainer würde bei dir zu Hause klingeln. Wenn du nicht da bist, nicht so schlimm, wartet er halt 15 Minuten. Dann klingelt er nochmal, holt dich ab an der Hand. Damit du keine schlechte Laune kriegst, obwohl du zu spät warst, fährt er dich in der S-Klasse darum und fragt, ob du noch was trinken möchtest, können auch später und sowieso. Dann macht der Trainer jede einzelne Übung mit dir, alles nacheinander weg und bedankt sich dann nachher noch, dass er dich ausbilden durfte. Wo sind wir denn? Also das muss man sich mal vorstellen, wenn ich das transferiere, dieses Bild auf Schule und Schulung und auf Empfänger. Ne? Wenn ich das transferiere, so sieht doch unsere Wirklichkeit aus. So sieht es so aus. Keinerlei Eigenverhaltung, nur Konsumententum und dieses, der Trainer war aber schlecht. Und deswegen machen wir ja schon seit Jahren hier bei Reporting Impulse, wir lassen uns ja kein Feedback von den Teilnehmern geben am Ende, sondern wir geben den Teilnehmern Feedback. Weil ganz ehrlich, wir wissen, wie unsere Schulungen sind. Wir wissen, wie das funktioniert. Wir wissen, was nicht funktioniert. Und dann maße ich mir auch an, den Teilnehmern mal eine Einordnung zu geben, wie gut sie sind im Vergleich zu anderen Kunden. Das heißt, wir müssen diese Ausbildungsgeschichte, den Spieß komplett umdrehen. Liebe Mitarbeiter, was wollt ihr denn machen, wenn ihr es nicht könnt? Was wollt ihr denn machen? Nur weil ich 10 Jahre, 20 Jahre da arbeite, ja, dann bist du halt im Abstellgleis und jemand anderes macht deine Aufgabe irgendwann. Das heißt, wir sind in einem Wandel, der so schnell funktionieren wird, wo wir jedes Angebot, das wir kriegen, machen sollen. Und ich glaube halt auch, was ein typisch deutsches Problem ist, dass Bildung nichts kostet in Deutschland. Also was ich erstmal gut finde vom politischen Ansatz,
Aber dadurch haben wir alle gelernt, dass wir nicht bereit sind, für Bildung zu bezahlen und verlangen das von unserem Arbeitgeber. Und das finde ich total krass. Wenn ich denke, ich mache meine Arbeit besser, ich bilde mich weiter. Und wenn ich dann noch sehe, wie viel Free Content da ist und wie faul die Leute sind. Das heißt, dass da werden Fragen gestellt, ne, wo ich mir sage, ey, das kostet auf YouTube, brauche ich da für eine Minute, dann kriege ich das mit dem modernsten Beispiel aller Zeiten. Und die Leute sitzen trotzdem in der Konsumentenhaltung, das hat mir jemand zu erzählen, weil es aus der Schule so gelernt ist. Ja. Und wenn wir das nicht durchbrechen, verbrennen wir, also alle Leute, die auf das Schulsystem schimpfen und sagen, ja, so kann es nicht weitergehen, muss digitaler werden und so weiter und so fort, sollten erstmal in ihren eigenen Firmen anfangen, erstmal selber die Ausbildung der Mitarbeiter auf eine Reise bringen. Und wenn sie das geschafft haben, ich glaube, das ist nicht schwierig, das ist nicht so einfach, dann können sie sich hinstellen und sagen, das Kultusministerium sollte und machen wir, bla bla bla. Mhm. Aber das muss erstmal durchbrochen werden in den Köpfen. Und diese Bewertung der Trainer darf ja gerne passieren, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber auf was ist das denn begründet? Das Essen hat mir nicht so gut geschmeckt. Oder den mochte ich jetzt nicht. Oder der erinnert mich an meinen Ex-Freund, deswegen finde ich ihn scheiße. Also es sind doch hochsubjektive Dinge. Und ich kann dir sagen, Carsten, ich mache einen todernsten Workshop. Ne? Todernst, der ist super inhaltlich. Die Leute lernen richtig was. Oder ich mache einen Hiopie-Workshop. Ich schwöre dir, dass die Leute den Hiopie-Workshop besser machen. Das heißt, Clowns werden besser bewertet als andere. Und deswegen würde ich diese Mitarbeiterbewertung, würde ich anders sehen, wenn ich derjenige bin als Führungskraft, der sein Budget dafür hergibt, würde ich mir selbst einen Eindruck machen und selber mit den Trainern und dann in Zusammenarbeit gucken, wie qualifiziert sind die. Das heißt, ich muss auch meine eigene Zeit opfern und kann nicht nur meine Mitarbeiter dahin schicken, hier habt ihr, macht mal. Und das ist der falsche Weg. Ist definitiv der falsche Weg. Ich glaube, es wäre sogar schon ein Ansatz, wenn man den Mitarbeitern entsprechende Freiräume gibt. Ich meine, erstmal ist es sowieso deren Eigeninteresse aus meiner Sicht mehr und mehr und mit fortschreitender Zeit sich außerhalb des eigenen Arbeitslebens fortzubilden und irgendwie über den Tellerrand zu gucken. Aber selbst das könnte man als Arbeitgeber institutionalisieren. Warum soll ich mir denn einen teuren Trainer beschaffen, was bestimmten Spezialinhalten, wenn ich weiß, es gibt das alles bei YouTube. Dann sage ich dem, ey, nimm dir jeden Tag eine Stunde, jede Woche, ja, 8 Wochen lang und dann erzählst du mir, was du in der Zeit bei YouTube gelernt hast. Das ist wahrscheinlich deutlich effizienter, als wenn ich eben sage, ich habe hier entsprechend irgendein Seminar, wo du einmal hingehst, ja, Input, Input, Input und dann gehst du da raus und die, ja, 3/4 davon wirst du niemals anwenden, schwöre ich. Ja, du kannst ja, viel gerichteter lernen. Ich glaube halt, da vergisst du eine Sache, ja, für eigenverantwortliche Leute, die hätten es eh getan, da brauche ich mir gar nicht über Schulungen Gedanken machen. Wenn der Richtig. Prozess, wie du erzählst, so. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Ich glaube, du musst den Leuten schon das Grundgerüst der Challenge geben, damit sie wissen, auf was sie hinarbeiten, Purpose, weil du wirst ja als Führungskraft, bist du ja gar nicht in der Lage, glaube ich, selber den Purpose auszudrücken, das dann zu machen und dann neben deiner Arbeitszeit, geh mal auf YouTube. Ich glaube, da ist wieder die Masse zu groß. Ich glaube, da brauchst du Anleitung. Das ist dasselbe wie Fitnessstudio, bleiben wir mit dem Bild. Du musst erstmal diese Infrastruktur eines Fitnessstudios, Geräte alle schaffen. Dann musst du jemanden haben, der es erklärt, jemand, der es abrechnet, macht, tut, etc. Also dieses Drumherum, Wohlfühlen, dass es noch Milchshake gibt und vielleicht eine Ernährung und was du alles noch machen könntest oder dir geht's schlecht, oh, wir passen das Training an, weil es geht anscheinend auf den Rücken, da müssen wir mal gucken und geh mal zu dem Orthopäden. Ich glaube, dafür diese Betreuung, da brauchst du es noch, weil das kannst du dann als selber als Führungskraft, ne, in deinem täglichen Doing einfach nicht mehr leisten. Ich glaube, das schaffst du einfach nicht, weil da zu viele operative Dinge kommen, weil sonst machst du nichts anderes als Schulung. Mhm. Daher würde ich sagen, vielleicht sollten wir mal vorweg von dem Trainer, Lehrer etc., vielleicht ist es wirklich mehr so dieser Personal Coach, ne, der dich immer begleitet, wenn du Probleme hast. Vielleicht müssen wir da eher hin. Mhm. Super. Ja, Andreas, vielen Dank. Das war sehr lehrreich, auch für mich. Ich fand es mega spannend, dass man weggeht von dem Frontbeschallungsansatz und hin eben tatsächlich zum Coaching, zur permanenten Ausbildung, zum kontinuierlichen Ausbildungsprozess. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Details der Challenge und bin sehr gespannt, was du denn aus der ersten Umsetzung berichtest. Das ist die zweite jetzt. Wir fangen gerade die zweite an. Also die erste, die wir je gemacht haben, also Wiener 1. Also kannst du besser nicht machen aus meiner Sicht. Jetzt, wo es nochmal in der Bank machen, würde ich sagen, übermotiviert. Erst hat man die ganze Zeit gebraucht, um Leute zu finden.
seitdem die Termine feststehen, die Agenda feststeht, es jetzt Videos gibt, was da einen da erwartet, ne, können wir uns vor Anmeldung nicht mehr retten. Also genau vorher hat man überlegt, wer sind denn die 10 Leute? Ich glaube, wir stehen jetzt bei 38. Das heißt, jeder auf einmal. Und die Führungskräfte haben auf einmal, weil sie den Purpose erkannt haben und ihren Nutzen, stellen die ihre Leute alle frei und sagen, hinder. Mhm. Und weiß Gott, die haben alle genug zu tun. Ne? Aber jetzt auf einmal völliger Schwenk. Und da haben wir nur Maßnahmen gemacht, dass wir gesagt haben, was habt ihr nachher davon? Wie gut wird es denn? Wie geil wird es denn? Und wie einfach wird es denn? Und ich glaube, das versteht jeder. Nutzen, aufzeigen. Sehr spannend. Wenn ich jetzt so eine Challenge machen will, dann melden bei uns, ne? Ja, einfach buchen. Haben wir als sage ich mal, Framework und wie man so etwas macht. Natürlich, wie ich immer sage, 80% bringen wir mit, wie bei unserer Visualisierungs-Dashboard, den Konzepten auch. 20% müssen wir Unternehmenskultur müssen wir berücksichtigen, müssen das anpassen, professionell etc. sowieso. Aber ich glaube, die Grundstruktur, die Didaktik, die Methodik, ich würde nie wieder eine 2-Tages-Schulung für mehrere Mitarbeiter, die das erste Mal in einem Tool das machen wollen. 2 Tage Visualisierung lernen, völlig fair. Thema klein, eng, Nische, das zu machen, sich festlegen, Notationsguideline, ein bisschen Prototypen bauen. Da würde ich sagen, das funktioniert, aber sobald es in so ein richtiges Doing und die Leute es selbstständig danach können müssen, da würde ich immer sagen, da muss man ein bisschen gucken und ein bisschen größer planen. Das ist immer die Frage, nach welcher Ernsthaftigkeit ich das danach betreiben möchte. Sonst halt auch mal eine 2-Tages-Schulung, aber wie gesagt, bin ich überhaupt gar kein Freund von. Zumal, Carsten, du weißt es ja bei uns, selbst wenn du 2 Tage Workshop buchst, Olli teilt die Idee sowieso auf 4 Tage auf mit halben Tagen und gibt noch Hausaufgaben und macht noch Sachen. Also insofern würde ich ganz ehrlich sagen, nicht. Was ich ganz cool finde, sind, wenn es so feste Seminare gibt. Also sprich, wenn du ein Seminar hast, das dann stattfindet, wo verschiedenste Firmen zusammenkommen und alle ihre Probleme da zusammen machen, da kann auch mal 2 Tage interessant sein. Ne? Das nochmal nicht bis verwechseln. Also offene Seminare, wo andere außerhalb, wo man gechallenged wird, dazukommen, finde ich super spannend, super gut und auch gerade vielleicht für so ein Kickoff. Aber danach muss man dann begleitend in die Umsetzung gehen, sonst verpufft dieses 2-Tage-Seminar nichts. Perfekt. Völlig neues Konzept, völlig neuer Gedankengang dazu. Finde ich super spannend als Thema. Andreas, wir sind am Ende der Zeit angekommen. Ich nehme mit, alles neu denken, alles neu machen als bisher, damit es eben nachhaltig wird und damit man eben hier dann eben entsprechend auch seinen Mehrwert daraus mitnimmt und das in die Breite trägt. Ja, wie immer bei BI or Die, heute bist du mal Gast, gebühren dir die letzten Worte dazu. Ich bedanke mich, dass du da warst und freue mich auf unsere nächste Session. Auch geil, das habe ich noch nie. Dass ich die letzten Worte habe. Das ist ja fett. Ja, dann möchte ich auf Steady HQ da anweisen für die Stiftung Bildung. Es ging ja heute auch um das Thema Bildung. Wenn ihr unseren Content regelmäßig konsumiert, ne, und wir jetzt auch mittlerweile was wie mal SAP-Monat unsere Academy umsonst raushauen, das ist alles umsonst für euch. Bitte, schließt persönlich oder mit der Firma eine Mitgliedschaft ab. Die gibt es nämlich in anständig, das sind ein paar Euro im Monat. Die gibt es für ehrenvoll, das sind ein paar Euro mehr. Da wird man hier auch genannt und wird immer ein bisschen hofiert. Ich glaube, ich kriege sogar eine Tasse, wenn es gut läuft. Arthur hat zumindest eine. Und es gibt auch eine Unternehmensmitgliedschaft. Alles wird zu 100, genau, alles, also Carsten hält die Tasse gerade hoch für unsere Podcast-Hörer. Alle Sachen, die da gespendet werden, werden von uns am Ende des Jahres aufbereitet. Wer Bock hat, hört sich die Stiftung Bildung nochmal an. Hat Kai einen super Podcast zugemacht. Hört euch daran, es lohnt sich. Und gerade für sozial Schwache wird da viel gemacht, die was bewegen wollen und nicht wissen, wo sie Geld herkriegen. Die machen das ohne Ende. Also insofern bitte paar Euro für die Stiftung Bildung. Danke an die Leute, die bisher gespendet haben. Ich glaube, wir sind bei 150 Euro im Monat. Finde ich sehr, sehr geil. Wir warten noch immer auf die erste Unternehmensmitgliedschaft. Aber da tut ihr auch was Gutes. Und bitte schenkt mir dafür nicht zu Weihnachten oder zu Geburtstag irgendwelche Weinflaschen oder einen Lachs. Den kann ich mir auch selber kaufen im Zweifelsfall. Also einfach abonnieren, machen, kurz reinklicken. PayPal oder Kreditkarte läuft. Danke, Carsten, für die letzten Worte. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Cooles Projekt und bis demnächst. Jo, ciao.